Ja, ich werde oft gefragt, Herr Busfahrer, sagen Sie mal, was ist denn das da für ein Teil? Was kann das? Wofür ist das? Warum ist das da? Und ich erkläre. Das hier ist nichts anderes als einfach die sogenannte Notlöse. Wie es der Name schon sagt, damit kann ich die Tür manuell aufmachen. Mehr ist das eigentlich nicht. Aber wann benutzt man denn so etwas? Ja, nicht einfach so, weil ihr jetzt nicht aus dem Bus rausgekommen seid, so der Meinung seid, jetzt hier oben einmal dran rumzudrehen. So, jetzt hört ihr, die Luft ist raus. Jetzt müssen wir mal einmal ganz kurz nochmal die Luft wieder reinmachen, damit ich mal die Tür zukriege. Ja, also diese Tür, die soll tatsächlich nur wirklich in absoluten Notfall so geöffnet werden. Was, wann ist denn ein Notfall? Ja, sprich, wenn irgendwas passiert ist, weil sich irgendwas verzogen hat, ein schwerer Unfall oder so und ihr nicht schnell genug aus diesem und der Busfahrer vielleicht einfach gar nicht mehr in der Lage ist, die Türen manuell zu öffnen, dann dürft ihr natürlich dieses zu öffnen. Aber auch Feuerwehr zum Beispiel kann auch von außen, dementsprechend die Notlöse, von außen gibt es das nämlich auch öffnen. Wir können es ja gleich mal zeigen. Ich nehme euch mal ganz kurz mit. So, jetzt stehen wir mal außen und hier sieht man ja schon, also das ist jetzt hier zum Beispiel verschraubt. Und wenn man das hier wegbricht zum Beispiel, ich mache das jetzt natürlich nicht, sonst kriege ich Ärger mit der Werkstatt, dann kann man das hier auch von außen not öffnen. Das ist eigentlich ganz wichtig für die Feuerwehr zum Beispiel, weil dann haben die Kameraden unwahrscheinlich schnellen Zugriff auch in den Innenraum des Fahrzeuges. Ja? Da steht es auch nochmal, im Notfall eventuell vorhandene Abdeckungen entfernen, dann Öffnungsmechanismus betätigen und die Tür von Hand öffnen, so wie ich das gerade drin gemacht habe. Dafür ist das eigentlich da, so kann sich die Feuerwehr und der Rettungsdienst unwahrscheinlich schnellen Zugriff in den Bus verschaffen. Mehr ist das nicht. Ja, jetzt bin ich wieder drin. Also, um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen. Einfach nur so die Notlöseeinrichtung betätigen, das solltet ihr wirklich nicht tun, weil das kann euch auch echt teuer zu stehen kommen, weil das ist nämlich Missbrauch von Noteinrichtungen. Was? Missbrauch von Noteinrichtungen? Ja, das gibt es tatsächlich. Das ist so wie, als wenn ihr in der Schule den Feuerknopfalarm drückt, dann zahlt ihr. Also wirklich, manchmal sieht man das auch, dass Busfahrer nach hinten gehen, wenn sie zum Beispiel eine Türstörung haben. Ja, dann geht der Busfahrer nach hier hinten, weil die Tür vielleicht einfach immer wieder da auf. Kennt vielleicht jeder Fahrgast schon mal gesehen. Geht diese Tür immer auf, zu, weil die einfach vielleicht nicht richtig schließt. Da kennt sich Jeffrey übrigens mit am besten aus. Er kann das genau erklären, wo das manchmal liegen könnte. Und dann könnte man auch in diesem Fall tatsächlich die Türstörung damit beheben, indem man sie einfach nochmal drucklos macht. Einmal komplett aufschiebt. Ja. Und dann wieder nach vorne geht. Gleiche Prozedere wartet, bis die Tür wieder genug Luft hat, dann auf den Türschließmechanismus klicken und dann geht die Tür eigentlich auch wieder zu. Im ganzen Notfall, wenn überhaupt nichts geht, ja, dann einfach mal kurz in der Leitstelle anfunken und sagen, so, ich habe hier Probleme, meine Tür geht nicht zu. So, es gibt hier noch andere Variablen, Möglichkeiten, zum Beispiel die Tür neu anlernen und solche Geschichten, aber das ist jetzt einfach zu technisch, weil das ist nicht mein Part, ich bin ja eher so der Typ für Fahrgastinformationen. Das wäre jetzt alles noch ein bisschen zu weit aus technisch, dass man die Tür anlernen kann und dergleichen. Das könnte vielleicht Jeffrey mal in den Kommentaren einfach mal ein bisschen ausführlicher erklären, wie das genau funktioniert, wenn das den einen oder anderen interessiert. Aber im Prinzipiell möchte ich euch einfach nur zeigen, dass es kein Problem ist, auch mal dieses hier zu tätigen. Ihr seht es oft beim Busfahrer, dass er das macht aufgrund dessen, einfach um vielleicht nochmal die Türstörung zu verhindern. Und wie gesagt, ansonsten habt ihr wirklich die Finger davon zu lassen, sondern nur wirklich in den absoluten Notfall. Genau wie die Nothämmer einfach auch hängen lassen oder andere Sicherungseinrichtungen wie zum Beispiel Dachlukenöffnungen und solche Geschichten. Das dient einfach nur für euch als Sicherheit. Und außen zum Beispiel für Fremdzugriff sind zum Beispiel der Rettungsdienst oder Feuerwehr relativ schnell in den Bus rein muss, weil vielleicht der Fahrer vorne ohnmächtig ist oder einen Herzinfarkt hatte und keiner in der Lage ist, diese Tür zu öffnen. Dann könnt ihr zum Beispiel wirklich, wenn ihr den Bus zum Beispiel belassen wollt, also mit Erste Hilfe oder sowas oder Rettungsdienst reinlassen wollt, dürft ihr natürlich dann oben die Notlöse öffnen oder schwerer Unfall oder so. Dann ist das alles gerechtfertigt und auch nicht strafbar oder nicht ahnungsfähig. In diesem Sinne, ich hoffe mal so ein bisschen das nochmal ausführlich erklärt zu haben. Eigentlich gibt es ja nicht wirklich viel zu erklären, ich wollte es einfach nochmal zeigen. Weil das heißt immer so, oh Gott, wie kann man diese Notlöse öffnen, wofür ist denn das und so. Jetzt habe ich es euch gezeigt, ist kein Problem. In diesem Sinne sage ich,
Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Busfahrer. Und wer es noch nicht getan hat, der weiß genau, was er zu tun hat. Lasst mir ein Like da, kommentiert, diskutiert mit mir. Ja, habe ich noch was vergessen? Aktiviert eigentlich nicht. Die Glocke? Genau, aktiviert die Glocke, ganz wichtig. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Busfahrer. So, jetzt müssen wir wieder die Türstörung beseitigen. Mann, das ist immer eine Arbeit für den Bund. Arbeiten, 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 arbeiten.